Hi Leute, was geht? Ich bin Mirko, das ist Prehistoric Stone und wir schauen uns heute mal das Sauropharganax-Modell von PNSO an. Also, los geht's! So, meine lieben Dino-Freunde, hier steht er nun, Donald the Sauropharganax. Und als PNSO den angekündigt hat, war ich echt wirklich begeistert von dem Teil, wenn es nicht sogar meine Lieblings-PNSO-Figur ist, da das Modell wirklich, wirklich schön aussieht. Ihr kriegt diesen für ungefähr 50 Euro im Handel. Er ist ein bisschen kleiner, daher muss man das für sich selber entscheiden, ob das eben einem wert ist oder nicht. Aber das sind wir ja von PNSO gewohnt, was die Größen der Dinosaurier angeht. Apropos Größe. Da haben wir eine Länge von ca. 29,5 cm und eine Höhe von ca. 11 cm. Wie man sehen kann, hat das Modell hier Lippen, also die Zähne stehen nicht raus. Und natürlich einen beweglichen Kiefer, der sich wie von PNSO gewohnt sehr schön auf und zu machen lässt. Also das ist echt ordentlich. Wir beginnen dann hier auch wie immer am Kopf. Die Zähne sind sehr fein, also wie man sehen kann, stehen sie auch kaum raus, bis auf drei Stück hier, zumindest am oberen Teil des Kopfes. Am unteren Teil schauen die Zähne dann doch wie kleine Nadeln aus dem Kopf raus. Diese sind auch sehr unterschiedlich angeordnet, also hier sind die Details, auch wenn sie klein sind, auch wieder sehr schön. Im Mund selber sieht auch alles sehr realistisch aus. Also wir haben hier das Rosa und auch die Rötungen zwischendrin, wie auch beim Young Schuanosaurus Modell. Einzig und allein am Mundwinkel, das sieht etwas komisch aus, da man hier eben diesen Versatz extrem sieht. Und auch hier nochmal eine kleine Riefe drin ist. Aber nichts Tragisches. Geschlossen sieht das ganze Teil dann so aus, was dann eben auch wieder sehr schön wirkt, definitiv. An der Unterseite erkennt man wieder, wo es angesetzt wurde, ist jetzt aber auch nicht tragisch. Wurde auch wieder sehr schön skulpturiert. Hier hätte man das vielleicht noch ein bisschen feiner machen können, den Übergang. Unterhalb des Kiefers hat man hier auch eine schöne Skulpturierung. Also hier ist nicht einfach mit Schuppen gearbeitet worden, sondern man hat hier richtig schöne Schatten drinne und Hautfalten, dass das so realistisch wie möglich wirkt. Am Kopf selber haben wir hier hinten am Kiefer etwas größere Schuppen. Hier vorne an der Maulspitze dann ebenso. An der Schnauze und am Kopf selber sieht man dann eigentlich kaum noch Schuppen. Also da sind die Details wirklich ultra fein. Das Auge selbst ist auch wieder schön skulpturiert. Wieder auch schön sehr tief drinne. Hat auch schöne Riefen. Der Kamm setzt hier vorne an und wird dann über dem Auge auch wieder sehr präsent. Der Kopf ist schön schmal gehalten. Das Modell guckt nach vorne. Das sieht wirklich toll aus. Auch die dunkelrote Farbe hier vom Kamm, die hebt sich echt vom Kopf ab. Von oben sieht der Kopf auch sehr schön skulpturiert aus. Man hat hier hinten auch kleinere Riefen. Vorne dann eben hier die Knochenwucherungen. Hier wieder die Nasenlöcher. Auch wieder sehr schön einskulpturiert. Auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel. Wir haben hier am Kopf einen orangenen Ton. Ebenso das Auge ist wieder sehr schön skulpturiert. Wir haben auch hier wieder den schönen Gehörgang. Wenn wir das Maul aufmachen, sieht das alles sehr identisch mit der anderen Seite aus. Auch am Hals entlang haben wir wieder sehr viele Hautfalten, die wirklich sehr, sehr realistisch wirken. Also hier, finde ich, sieht man das halt immer ein bisschen, dass das halt wirklich aussieht wie eine Echse. Also gerade diese Hautfalten, die sieht man halt dann doch bei Echsen immer. Ohne diese extremen Schuppen, die meistens auf den Figuren eingesetzt werden. Hier schafft es PNSO halt immer, eine richtig lebensechte Haut zu skulpturieren. Also das gefällt mir bei den PNSO-Modellen halt unheimlich gut. Auch wenn sie halt leider zu klein sind, meiner Meinung nach. Oberhalb des Armes an der Brust haben wir auch nochmal viele kleine Schuppendetails. Der Arm selber, also das gefällt mir ja auch sehr gut. Dass es wie beim Young Schuanosaurus Modell eben ein relativ dicker Arm ist und das war's. Also wir haben hier nicht nochmal eine extra Hand einskulpturiert. Auch die Krallen sind sehr schön lang auf beiden Seiten. Wir haben hier auch an der Achsel wieder Hautfalten drin, die sich halt hier eben rüberziehen.
ans Bein. Die Hautfalten hat man hier halt dann eben auch komplett. Das ist eben der Körperform geschuldet, weil er eben etwas nach drüben geneigt ist. Auch sehr schönes Detail. Das Bein ist angewinkelt, also das Modell steht sehr schön da. Finde ich bei den PNSO-Modellen auch immer sehr gewagt, weil diese ja generell das Problem mit dem Stand haben. Und ich habe da immer Angst, dass die dann halt eben nicht mehr stehen, was manche Modelle dann leider dann auch mit nach einer Zeit auch nicht mehr tun. Aber trotzdem, es sieht halt einfach natürlich in der Bewegung aus, ne? Die Füße sind auch sehr schön gestaltet, haben auch sehr kleine, feine Details drauf. Das zieht sich halt am ganzen Bein nach oben. Das Knie ist auch nochmal ausgeprägter, das zieht sich dann halt hier hinter. Man sieht hier ordentlich die Muskelstruktur. Hier nochmal eine kleine Hautfalte, die sich halt hier mit einer Ader verbindet. Unterhalb ist es auch wieder sehr schön skulpturiert. Die Farben laufen alle schön ineinander über. Auch das Muster hier am Körper, ganz leicht. Sieht wirklich toll aus, zieht sich hier bis hoch an den Kopf. Hier oben haben wir nochmal eine leichte rote Schattierung drin, die dann in den Orangeton übergehen. Und das zieht sich dann halt hinten bis zur Schwanzspitze. Auf der anderen Seite sieht es dann genauso aus. Die realistische Haut fängt dann hier vorne wieder an, etwas detailreicher zu werden. Auch unterhalb des Sauriers am Bein selbst, wieder mit den einskulpturierten Muskeln. Auch auf dem Fuß selbst sind auch wieder sehr schöne Details drauf. Hier sieht die Farbe ein wenig anders aus als auf der rechten Seite. Hier sieht man die Musterung sehr stark, hier eben fast gar nicht mehr. Dann geht es wieder hier vorne an die Brust. Sehr schöne Details. Und dann sind wir auch schon wieder am Kopf angekommen. Ein sehr schönes Modell, definitiv. Das Saurofag Garnax Modell, das kommt dann in einer einfachen Box, wie von PNSO gewohnt, für die normale Dinosaurier-Serie. Hier ist enthalten wieder eine durchsichtige Stütze, dass das Modell halt vor dem Fallen bewahrt. Und auch haben wir hier wieder ein Bild dabei, dass man sich eben an die Wand hängen kann. Oder wo auch immer hin. Wir vergleichen das Modell jetzt mit ein paar anderen Modellen. Also, bleibt dran! Ja, mein persönliches Fazit, das Modell ist wirklich einfach klasse. Also ich bin ja sowieso ein Riesenfan von Allosaurier-Modellen. Generell schon als Kind war das eigentlich mit seit Big L einer meiner Lieblingssaurier gewesen. Saurofaganax an sich kenne ich jetzt noch gar nicht so lange. Für mich gab es immer nur den Allosaurus und das war's. Das Modell hier sieht wirklich super schön skulpturiert aus. Kann ich jedem Allosaurus-Fan nur empfehlen. Mich hat das ganze Teil auf jeden Fall überzeugt. Aber sagt mir doch gerne mal, wie ihr das Modell findet. Ich lasse euch das Teil jetzt nochmal 360 Grad drehen, werde noch ein bisschen was dazu vorlesen und bin hiermit raus. Also macht's gut. Ciao! Saurofaganax bedeutet übersetzt so viel wie der König der Echsenfresser und wurde erstmals im Jahr 1995 beschrieben. Seine Überreste wurden in Nordamerika entdeckt. Er war ein wohl beeindruckender Fleischfresser, der vor etwa 150 Millionen Jahren im Oberjura lebte. In der Verwandtschaftsfrage gilt die Annahme, dass Saurofaganax zu den Allosauridae gehört, einer Familie von großen Theropoden-Dinosauriern. Einige Forscher favorisieren jedoch die Idee, dass diese spektakuläre Spezies eine Art des Allosaurus war. Mit einer beachtlichen Größe von 10 bis 13 Metern und einem geschätzten Gewicht von 2 bis 4 Tonnen gehörte Saurofaganax zweifellos zu den Giganten seiner Zeit. Sein Körperbau zeichnete sich durch einen schlanken und muskulösen Körper mit kräftigen Hinterbeinen aus, wobei hauptsächlich Schädel, Wirbel, Gliedmaßenknochen und Zähne erhalten geblieben sind. Zeitgleich lebend mit anderen mächtigen Theropoden-Dinosauriern wie Allosaurus, könnte Saurofaganax mit ihnen um Nahrung und Territorium konkurriert haben.